Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Schrägstrich auf unserem YouTube-Kanal. Wir haben heute ein, ja, wie wir es immer nennen, ein Follow-up-Video. Also ein Video, welches sich an ein Video, welches wir bereits ausgestrahlt haben, welches wir hier bereits aufgezeichnet haben, anschließt. Nämlich, wir haben hier vor schon vielen, vielen Monaten mal eine Excel-Software, ein Excel-Dokumentationstool rund um das Thema Datenschutz hier uns einmal gemeinsam angeschaut. Und das wollen wir uns heute noch einmal anschauen. Heute sind wir allerdings in der glücklichen Situation, dass nicht nur der Herr Rollich und ich uns das gemeinsam anschauen, sondern dass wir auch noch den Entwickler dieser Software hier mit an Bord haben. Bevor wir den Entwickler begrüßen hier, aber erst einmal die obligatorische Frage. Hallo Michael, wie geht es dir? Ja gut, danke. Hallo Marc, hallo Herr Schneider-Padun. Seit längerer Zeit mal wieder ein Follow-up-Video in der Tat. Und ich finde die ja eigentlich immer ganz gut, ganz spannend, weil wir dann jemanden direkt vom Fach haben, direkt aus dem Unternehmen oder von dem Anbieter. Denn wer könnte besser was zu dem jeweiligen Tool sagen, als dann jemand aus dem Unternehmen selber? Wir haben jetzt sozusagen einen Anlass, das heißt, es gibt eine neue Version, wir gucken also rein, was Neues gibt und schauen uns die Software nochmal an. Musste auch nachgucken, am 27.12.2021 haben wir das Video veröffentlicht, also ist in der Tat schon ein bisschen was her, daher lohnt sich jetzt ein neuer Blick. Und wir lassen uns mal überraschen, was es da so Neues gibt. Es gibt den Disclaimer vorneweg. Wir hatten damals netterweise eine kostenfreie Testversion zur Verfügung gestellt bekommen für den Zeitraum unseres Tests und hatten aber sonst keinerlei Einflussnahme von dem Hersteller von sonstigen Dritten. Es gibt auch keine Rabattcodes, kein gar nichts. Das gleiche gilt für heute natürlich genauso. Wir schauen uns die Software mal an, nämlich zusammen mit Herrn Klaus-Christian Schneider-Padun, den ich jetzt auch herzlich begrüße. Hallo Herr Schneider-Padun. Schönen guten Tag, Herr Röhrlich. Hallo Herr Thoma, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, mein Tool hier nochmal zu zeigen und vor allem auch die Neuigkeiten vorzustellen. Wir sind gespannt. Ja, wir interessieren uns ja auch immer noch so ein bisschen für die Person, / für das Unternehmen. Herr Schneider-Padun, können Sie mal kurz und knapp sagen, wie sind Sie zum Thema Datenschutz gekommen, beziehungsweise warum haben Sie so ein Ding entwickelt? Hatten Sie nichts anderes in Ihrer Freizeit zu tun? Ich bin ja immer so ein bisschen flapsig. Also ich war früher bei einem großen Konzern angestellt in der internen Revision. Als IT-Revisor habe dort dann auch Risikomanagement mitentwickelt und lange Zeit betreut. Und dort wurde auch SOX eingeführt. Da war ich auch in einem Projekt drin und habe das betreut. Und irgendwann wurde ich als Risikomanager von unserem Datenschutzbeauftragten gefragt, ob ich das nicht übernehmen sollte, weil ich ein bisschen mehr Ahnung als er davon hatte. Das war 2009 und so bin ich dann in den Datenschutz reingerutscht und seit 2009 bin ich durchgehend im Datenschutz tätig, war dann noch bei einem europäischen Reifenhersteller gewesen, habe dort für Europa die Analyse gemacht, was für einen Datenschutz umgesetzt werden muss und habe mich dann einerseits selbstständig gemacht, weil ich mir gesagt habe, ja, es gibt viele Angebote für große Unternehmen für den Datenschutz, aber es gibt weniger Angebote für kleine, die auch Unterstützung beim Datenschutz brauchen. Und habe dann auch seit 2009 dieses Tool entwickelt gehabt mit meinen ganzen Erfahrungen und auch in die Richtung, wie ich es gebraucht habe. So ist das Tool zum Beispiel, kann man das in 20 unterschiedliche Sprachen umstellen. Das kommt daher, weil ich halt im Konzern in Europa, kann man sagen, tätig war. Und ja, betreue halt Pflegeunternehmen, Vereine, privat. Aber das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil, denn ich bin hauptberuflich einer der beiden Datenschutzbeauftragten der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Und das hat dann bei mir dazu geführt, dass ich dieses Tool auch noch so umgestellt habe, dass es nicht nur für die DSGVO genutzt werden kann, sondern genauso auch für das Datenschutzrecht der katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche, die zwar fast identisch sind mit der DSGVO, aber man hat die Nummerierung etwas geändert und manches andere auch. Und das kann man jetzt auch umstellen.
Okay, gut. Ja, dass die Kirchen ein eigenes Datenschutzgesetz haben, da gibt es sicherlich auch den ein oder anderen stillen oder auch mitunter lauter formulierten Kritikpunkt daran. Aber das wollen wir hier nicht ausdiskutieren, warum, wieso, weshalb. Es ist halt einfach so. Und in der Tat, wenn man sich auf dem Markt umschaut, gibt es nicht besonders viele Tools, die in der Lage sind, sich auf dieses kirchliche Datenschutzrecht einzustellen oder damit arbeiten zu können. Hatten Sie das von Anfang an schon für diese Zielgruppe entwickelt oder ist das quasi erst so von hinten durch die Brust ins Auge gekommen? Also da muss ich zugeben, als ich bei der Kirche angefangen habe zu arbeiten, da ist mir das erste Mal eigentlich das wirklich klar geworden, dass wir da andere Datenschutzgesetze noch haben. Und dann habe ich dieses Tool, weil ich es auch in der Kirche einsetzen möchte. Für die Einrichtung der EKHN ist das ja kostenlos verfügbar. Habe ich da dann diese Funktionalität noch mit eingefügt. Okay, gut. Jetzt wissen wir so ein bisschen was über den Herrn Schneider-Padoux und auch grundsätzlich so ein bisschen den Werdegang zu dieser Software. Und deswegen schalten wir jetzt mal um auf den Bildschirm von dem Herrn Schneider-Padoux, um uns die Software wirklich mal ein wenig näher anzuschauen. Ich glaube, das Erste, was direkt auffällt, das kommt mir bekannt vor. Es sieht aus wie Excel. Genau. Also ich habe das Ganze über Jahre in Excel entwickelt. Dahinter liegen so um die 500 Arbeitsblätter, die verbunden sind. Und ich habe es im Endeffekt so aufgebaut wie wie eine richtige Software mit Menüführung, sodass man dort durchgeführt wird durch die einzelnen Aufgaben. Man hat auch ein Berichtswesen. Und ich hatte überlegt, ob man das richtig programmieren lassen sollte. Da wurde mir dann gesagt, ja, so 100.000 Euro würde das kosten. Da habe ich dann gesagt, Und dann wurde mir gesagt, es ist auch ein Vorteil, das nicht programmiert zu haben, weil Excel hat jeder. Und wir haben hier keine Anwendung, bei der wie bei einer Buchhaltung permanent mitgearbeitet werden muss. Sondern wenn man das einmal gefüllt hat, dann hat man das, kann man nachgucken und hat nur noch kleinere Änderungen darin vorzunehmen. Und wenn man sich so auf dem Markt umguckt, die meisten Produkte, die man dort erwerben kann, muss man monatlich zahlen. Während das hier erwirbt man einmal und kann es dann so lange nutzen, wie man will. Und auch beim Datenschutz ist es nicht so, dass sich ja täglich, jährlich was ändert, sondern das ist relativ stabil, sodass es da auch nicht notwendig ist, permanent Updates zu machen. Ja, und dadurch, dass es ja eine Excel-Lösung ist, ist es, was die meisten, die haben es gerade gesagt, ne, die meisten Lösungen, die es auf dem Markt gibt, da muss man einen monatlichen Obolus für bezahlen. Nicht nur, dass man einen monatlichen Obolus dafür bezahlen muss, sondern es sind in der Regel auch Cloud-Lösungen. Auch da kann man ja unterschiedlicher Meinung darüber sein, ob man das will oder ob man das nicht will. Aber das sei nochmal explizit gesagt, es ist keine Cloud-Lösung, weil es läuft auf dem lokalen Maschinchip. Richtig. Es ist ja eine Excel-Tabelle. Genau, Aber da stellt sich, ja, aber man kann zum Entschuldigung, aber Beispiel. da stellt sich für mich halt die Frage, wir haben jetzt beide das getestet unter Microsoft Excel. Der Mark auf seiner Macintosh-Maschine und ich unter Windows. Wie ist das denn zum Beispiel mit Open Office? Gibt es da Inkompatibilitäten? Haben Sie da Da Erfahrungswerte? muss ich zugeben, habe ich keine Erfahrungswerte. Bis jetzt habe ich es eigentlich nur unter Excel laufen gehabt. Worauf ich noch hinweisen will, ist, ich habe extra keine Makros verwendet, weil Makros sind in sehr vielen Unternehmen deaktiviert, nicht gewünscht, weadil darüber natürlich auch Schadsoftware eingespielt werden könnte, Schadfunktionen. Also deswegen habe ich extra keine Makros im Einsatz und damit kann das überall eigentlich dann relativ gut genutzt werden, wenn man Excel hat. Man sollte die Excel-Version 2010 mindestens haben. Höher ist Ja, natürlich gut. besser. Und man sollte auch schon einen performanten Rechner haben, weil es ist halt doch schon ein relativ großes Tool.
Also die Größe sind so etwa 18 MB. Und das braucht natürlich eine gewisse Ressource, um einfach Ja. vernünftig arbeiten zu Ja. können. Für eine Excel-Datei schon sehr anständig. Aber verbessern Sie mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich glaube, dass darin keine Makros enthalten sind, erhöht ja die Chance, dass es vielleicht dann in OpenOffice oder in anderen Programmen, die so etwas darstellen können, vielleicht auch eine stabilere Lauffähigkeit oder beziehungsweise eine höhere Kompatibilität gewährleistet. Ne? Also würde ich mal so als Jurist und Nicht-Techniker würde ich da mich jetzt mal so aus dem Fenster lehnen. Das erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vielleicht auch die Kompatibilität. Aber wie gesagt, wenn wir da keine Erfahrungswerte haben, können wir natürlich nichts zu Da kann sagen. ich einfach nichts zu sagen. Sehr schön. Eine Frage habe ich mir damals bei unserem ersten Test schon gestellt. Jetzt sagten Sie, Sie haben jetzt quasi neue Funktionen eingefügt. Ja? Das heißt, ich habe mein Excel-Tabellenblatt vor 3 Jahren mal ausgefüllt und jetzt stellen Sie eine neue Version zur Verfügung. Aber wie kriege ich denn jetzt meine Daten aus dem alten Excel-Tabellendokument in das neue Excel-Tabellendokument, wo die neuen Funktionen drin sind? Das ist im Endeffekt noch ein Problem, weil die Daten nicht einfach so übertragen werden können. Also das müsste dann händisch gemacht werden, beziehungsweise bei den Mandanten, die ich habe, habe ich das einfach dann bereitgestellt in der neuen Version. Denn die haben ihre Dateien in der Cloud drinstehen, auf die ich zugreifen kann und auf die zugreifen können. Und ich habe die sowieso mit ihnen zusammen entwickelt und auch ausgefüllt. Ja, jetzt bei neuen wird es sowieso so sein, ich bin dabei, halt Vorlagen zu erstellen, zum Beispiel für eine Pflegestation. Und dann kann man diese Vorlage nehmen und nur noch anpassen, was natürlich dann auch den Aufwand verringert und halt viel Know-how in die Einrichtung mit reinbringt. Okay, gut. Aber jetzt schauen wir uns die Software mal an. Jetzt sehen wir die ganze Zeit hier schon den großen Bildschirm. Zeigen Sie uns doch mal die ein oder andere Neuerung oder die ein oder andere Funktion, von der Sie sagen, boah, die ist so toll, da muss die ganze Welt von wissen. Also erstmal, es geht ja hier, dieses Tool ist nicht nur da, um ein Verfahrensverzeichnis zu erstellen oder die TOMs zu erstellen, sondern es ist ein Datenschutzmanagementsystem. Und ich habe mich da orientiert nach dem Standard-Datenschutzmodell der Datenschutzbehörde und dem kirchlichen Datenschutzmodell. Und ich führe im Endeffekt in diesem Hauptmenü Schritt für Schritt durch das ganze Programm und in die um ja in das auf ja zum Ausfüllen. Und da es ja nicht nur darum geht zu sagen, ich dokumentiere einen Ist-Zustand, sondern ich will im Endeffekt einen Prozess initiieren. Dieser Prozess soll sicherstellen, dass mein Verfahrensverzeichnis immer aktuell ist, dass meine Kontrollen, die ich habe, immer aktuell sind und auch funktionieren. Und bis jetzt war es so, dass ich halt das Verfahrensverzeichnis hatte mit dieser Funktion, auch das Kontrollverzeichnis. Auch bei den Dokumentationen, die wir haben, ist ein Follow-up drin. Was ich noch nicht hatte, war in der Vergangenheit bei der Software eine genaue Beurteilung. Da hatte ich nur eine Liste drin, welche Software wird genutzt. Und die verbunden mit meinen Verarbeitungen, um zu sagen, okay, diese Daten werden in dieser Software verarbeitet. Gehen wir mal zur Softwareübersicht. Das ist der zweite Punkt hier von oben. Und da sehen wir jetzt einen Bericht. Darf ich Sie kurz unterbrechen? Das kann man nicht gut lesen. Ja, Können Sie ich den Bild, versuche ihn die gerade Auflösung? groß zu kriegen. Wunderbar. Na, immer auf 100%. So, aber. Genau. Gerne auch noch ein bisschen größer, wenn ich ehrlich sein darf. Also gehen Sie gerne auch auf 120%. Danke. Wunderbar. Gut. Ah, jetzt kann man was sehen. Ja, das sieht besser So, aus. also im Endeffekt habe ich pro Zeile die Software. Wir haben hier Microsoft Word. Und habe dann im Endeffekt, ja, das ist ein bisschen schwierig, muss doch ein bisschen zurückgehen, dass ich sage, okay, diese Software wird hier genutzt.
und wird in diesen Prozessen verwendet. Und dahinter hängt wieder immer ein Formular. So, das ist jetzt das Formular zur Beschreibung der Software. Ich mache das auch mal auf 120. Sehr gut. Sag halt, wie die Software heißt, wer der Hersteller ist, wer das Ganze betreut. Und dabei kommt auch natürlich immer die Frage, habe ich da eine Auftragsverarbeitung? So identifiziere ich immer mehr Auftragsverarbeitung und die muss dann auch angelegt werden in meinen Auftragsverarbeitern und habe dort ein Follow-up. Dann kommen einfach ein paar Informationen über die Software selbst, die der Datenschutzbeauftragte, der IT-Sicherheitsbeauftragte braucht, um das Ganze zu bewerten. Und dann komme ich zu einer Risikobewertung. Ich sage also, die personenbezogenen Daten, wie vertraulich sind die? Die Geschäftsdaten, wie vertraulich sind die? Die Integrität der Daten, wie wichtig ist die? Mittelhoch, sehr hoch bei den Geschäftsdaten. Und dann natürlich auch immer die Frage, wie lange kann ich es mir leisten, dass die Software oder auch die Daten ausfallen? Denn mit diesen Informationen kann ich erst beurteilen, meine ganze IT, ob die ausreicht. Habe ich ein Backup-System? Ist das ausreichend ausgelegt? Habe ich Firewall und alles Mögliche? Je höher dieses Risiko ist, desto höher muss ich natürlich da auch, oder desto mehr muss ich da auch machen. Das Ganze sieht man dann in dieser Übersicht. Das sind nochmal die Daten von oben. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist am Anfang, weil ich noch keine Maßnahmen habe, immer sehr hoch, so dass ich dann sehe, das Ganze ist hier im roten Bereich. Und dann habe ich hier unten in meinem Tool, dokumentiere ich auch die wichtigsten Kontrollen, die ich habe und auch die wichtigsten Dokumentationen, die ich im Unternehmen habe. Und die kann ich dann hier zuordnen mit dem Gesicht, das hier hinten sichtbar ist, sehe ich, ob diese Kontrolle funktioniert. Beim letzten Testen der Kontrolle wurde getestet, die Funktionalität der Kontrolle, das Kontrolldesign, derjenige, der da die Kontrolle durchführt, ist er überhaupt in der Lage, das zu machen oder kennt sich der gar nicht aus. Und auch da ist ein Zyklus hinterlegt, alle 2 Jahre oder ein Jahr, je nachdem, das kann man im Customizing festlegen, muss das durchgeführt werden und dann sehe ich hier die Ergebnisse. Und nur eine Kontrolle natürlich, die funktioniert, kann auch mein Risiko minimieren. Genauso gehören da auch zum Beispiel die Dokumentationen dazu, die ich habe, Entsorgungsnachweise für die DV zum Beispiel oder ein Notfallkonzept für Datenpannen. So, und danach gehe ich dann hin und beurteile nochmal, wie sich denn die Eintrittswahrscheinlichkeit jetzt verringert hat. Und im besten Fall sollte alles im grünen Bereich, jedenfalls mindestens im gelben Bereich sein. Ne? Das wäre halt der Idealfall, so dass man da dann auch dokumentieren kann, ich habe mir Gedanken gemacht über das Ganze und ich kontrolliere das auch immer wieder. Denn wir haben ja in der Datenschutzgrundverordnung, wie auch bei den Datenschutzgesetzen der Kirchen, die Nachweispflicht. Wir müssen nachweisen, dass wir halt uns Gedanken gemacht haben, wir müssen es dokumentieren, wir müssen nachweisen, dass wir die Funktionsfähigkeit immer wieder überprüfen. Und dann... Also was man hier schon merkt, Entschuldigung, wenn ich kurz dazwischen fahre, was man hier schon merkt, wie ich finde, ist ein sehr großer Einschlag von Informationssicherheit. Ne? Da merkt man ja auch ihren zweiten Job in Anführungsstrichen oder da, wo sie herkommen, dass da schon ein großer Fokus jetzt drauf gelegt wird. Das ist ja aber auch nicht ganz unsinnig, wie ich finde, denn selbst in Deutschland schreitet ja irgendwann unaufhaltsam die Digitalisierung voran und Informationssicherheit, IT-Sicherheit nimmt halt immer einen größeren Stellenwert ein im Datenschutz. Ne? Es ist nicht deckungsgleich, aber es wird doch immer wichtiger. Und die
wir gucken, finde ich, bei Datenschutzdokumentation verstärkt natürlich auf die Verarbeitungsprozesse, aber lassen häufig die Tools, mit denen wir verarbeiten, so ein bisschen außer Acht. Ne? Ach, dann nehmen wir halt Standardsoftware, aber dann wissen wir halt, na gut, Microsoft 365, da haben wir die US-Problematik drin. Also müssen wir schon irgendwie mit ein bisschen Risiko umgehen, weil es eben vielleicht auch Auftragsverarbeitung ist und solche Dinge. Also die Tools darf man, wie ich finde, die eigenen Werkzeuge darf man eben nicht aus den Augen verlieren. Insofern finde ich, die Erweiterung macht absolut Sinn hier an der Stelle. Also ich habe es halt in meiner Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter so oft erlebt, dass es gerade dort dann die Probleme gegeben hat. Ob das Probleme mit Ransom-Software ist, ob das ein Problem damit ist, dass einfach keine richtigen Backups gemacht worden sind und dann der Server abgebraucht ist. Und dieses Tool soll ja da unterstützen. Und das Schöne wiederum ist auch bei diesem Tool, man muss es nicht ausfüllen. Ich habe die Möglichkeit, das zu nutzen, aber ich kann auch halt mich erstmal nur auf einzelne Bereiche fokussieren und dann später, wenn ich Zeit habe, das zum Beispiel ergänzen. Backups, ne? Also ne, früher haben wir immer gesagt, Backups ist was für Feiglinge. Aber das ist natürlich großer Quatsch. Ne? Ich bin da auch ganz bei dir, Michael, bei Ihnen, Herr Schneider-Pardun, dass das Thema IT-Security in vielen Bereichen, gerade auch unter dem Blick des Datenschutzes, und die Vorgaben stehen ja alle in der DSGVO drin, häufig unter die Räder kommt. Und es ist natürlich immer so mein Standardthema. Ne? Dann wird geguckt, ob in der Datenschutzerklärung irgendwie alles an der richtigen Stelle steht, ob das Komma richtig gesetzt ist. Aber bei der IT-Sicherheit, da hapert es dann halt sehr, sehr gerne mal. Aber vielleicht können Sie noch mal zurückgehen und uns noch mal Ihr Dashboard zeigen oder Ihre Übersicht. Na, komm. Ja. So. Sie hatten jetzt gerade... Entschuldigung, Sie hatten jetzt gerade gesagt, also wir waren jetzt hier in diesem Bereich der Softwareübersicht. Wo würden Sie denn sagen, das ist jetzt schon eher etwas Einzigartiges hier in meinem Tool, etwas, was mein Tool hat oder was dieses Tool hat, was andere Tools beispielsweise nicht haben oder also, wo sich Ihr Tool ganz besonders hervorhebt? Das mit der Softwareübersicht ist was, und was ich halt auch habe, das ist dieses Kontrollverzeichnis, wo ich auch wiederum... Auch hier nochmal die Bitte, ein bisschen größer. Danke. Ja, wo ich auch wiederum den Prozess hinterlegt habe. Ja. Ich habe hier halt gesagt, eine Beschreibung der Kontrolle, die Überlegung erstmal, was sind denn meine Risiken? Und was muss das Kontrollziel sein? Dann Informationen halt zu der Art der Kontrolle. Dann habe ich die verschiedenen... Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung und bewerte die mit Kontrollfragen, um herauszufinden, wie das Risiko dort ist, und komme dann wiederum auch hier zu der Frage, okay, die Kontrolle, die ich habe, funktioniert die überhaupt? Alle 2 Jahre oder jedes Jahr muss ein Kontrolldurchführender sich das mal angeguckt haben, ob halt die Kontrolle noch funktioniert. Also ich habe das einmal erlebt, da hatten wir eine Kontrolle, von einem System sollte Daten übertragen werden in ein anderes System, also hat man 2 Kontrollzahlen verglichen und hat festgestellt, die sind immer perfekt. Als man sich das Kontrolldesign angeguckt hat, hat man festgestellt, dass die beiden Berichte aus demselben System kamen und im anderen System immer nur Mist rauskam. Und sowas fällt dann dadurch erst auf. Und wenn ich dann wiederum diese Kontrolle sagen kann, okay, die Kontrolle funktioniert, dann kann ich auch wiederum die Bewertung machen, wie hat sich denn diese Kontrolle verändert, das Risiko, und auch hier dokumentieren, in welchem Bereich ich vom Risiko gekommen bin und und auch damit zeigen kann, ob ich mit diesem Risiko auch leben kann. Also das ist
die Sachen hier raus kommen halt einerseits wiederum auch aus der IT-Sicherheit, aber auch aus SOX. Das ist die Vorgehensweise, wie sie auch bei SOX oder bei einem BillMock genutzt wird. Mhm. Und können Sie unseren Zuhörern mal kurz sagen, SOX und BillMock? Entschuldigung, SOX ist der Sarbanes-Oxley Act. Alle Unternehmen, die in Amerika an der Börse notiert sind, müssen nachweisen, dass sie ein funktionsfähiges internes Kontrollsystem haben und auch nachweisen, dass diese Kontrollen funktionieren. So, und ich habe halt für meinen Bereich jetzt für die kleineren Unternehmen mir überlegt, was sind denn die typischen Risiken? Die habe ich da schon mal dokumentiert, sodass das nicht alles neu erfunden werden muss. Aber es gibt auch die Möglichkeit, halt da zusätzliche Kontrollen noch zu dokumentieren. Und das Ganze ist halt dann verquickt, wie schon gesagt, mit der Software, mit meinen Verarbeitungen und natürlich mit den technisch-organisatorischen Maßnahmen. Mhm. Gehen wir da nochmal zurück. Ja, genau. Gehen Sie doch mal ins Dashboard, ins Hauptmenü. Ich habe nämlich, wir müssen noch so ein bisschen auf die Uhr achten. Ich habe nämlich jetzt in der Tat mal noch so eine provokante Frage. Wir haben uns ja im Vorfeld so ein bisschen unterhalten. Ich will nicht sagen, dass das kompliziert ist, was man dort sieht, aber es ist komplex. Die ganze DSGVO ist komplex. Wenn ich jetzt bei diesen ganzen Formularen mit der Komplexität, die wir jetzt gerade gesehen haben, ich eine Frage an den Entwickler habe oder ich am Anfang nicht weiß, wie ich damit klarkomme, dann rufe ich sie wahrscheinlich 24/7 an, weil sie haben ununterbrochen Zeit für mich. Oder gibt es andere Hilfsmöglichkeiten, wenn ich jetzt Ihr Produkt kaufe, wie ich mir quasi die Software aneignen kann? Also ich habe relativ neu in YouTube ein Videohandbuch veröffentlicht. Ach, dort, zeigen Sie uns das doch mal. Das mache ich gerne. Und zwar finden Sie unter DSD Easy 2.4 bei YouTube den YouTube-Kanal für das DSD Easy. Es gibt zwei davon, eins in Deutsch, es gibt noch ein zweites in Englisch. Und dort wird Schritt für Schritt jeder Menüpunkt mit einem Video hinterlegt, sodass man sich das genau angucken kann. Hm. Und dort wird dann auch erläutert, was und wieso was gemacht wird. Also da kann man wirklich einen sehr guten Überblick über das Tool kriegen und kriegt auch immer Hilfe, wie man ein Formular ausfüllen kann, muss und was es einem auch bringt. Mhm. Also im Grunde eine gute Ergänzung zu unserem Kanal. Wir schaffen ja immer nur den Einblick, den Überblick. Und bei Ihnen jetzt, wenn das wirklich ein Handbuch ist, wie ich hier sehe, in verschiedene Kapitel quasi unterteilt, in verschiedene Videos, dann bekommt man wirklich jedes Detail erklärt und wie Sie schon sagen, auch sogar mit Erklärung, warum, was, wie gemacht werden muss. Weil ich muss auch sagen, als ich die Software das erste Mal gesehen habe, hatte ich auf dem Dashboard gedacht, oh, das sieht aber wirklich jetzt mal umfangreich aus. Also ich hatte eine gewisse Zeit gebraucht, um mich da so ein bisschen reinzufuchsen. Man versteht es natürlich nachher, wenn man die Pfeile verfolgt und so und den Ablauf nachvollziehen kann. Aber ich glaube, so eine Erläuterung, so ein Handbuch und wenn es gar in Videoform sogar noch ist, wo man dann ja auch ein paar Sachen zeigen kann am Bildschirm und nicht einfach nur irgendwas beschreiben muss, dann ist es natürlich eine ideale Ergänzung. Und als Ergänzung natürlich gibt es auch noch ein PDF-Handbuch, das man auch noch dazu kriegt. Das ist auch. Und ansonsten einfach eine E-Mail an mich schicken, dann kann ich die auf jeden Fall beantworten. Nachts gehe ich nicht sehr gerne ans Handy. Okay, alles gut. Das war auch eher ein bisschen flapsig gemeint. Aber ja. Nö, und gut. Auf Ihrer Webseite bekommt man auch die Möglichkeit, eine Demo-Version zu erhalten. Das ist auf jeden Fall möglich. Dort ist ein Link eingegeben mit dem Passwort für meine Cloud. Und dort ist die Version, die Vorführversion hinterlegt. Und da kann man ein bisschen rumspielen. Also was halt auch neu ist, es gibt ein sogenanntes Customizing. Da kann man mal reingucken. Da sieht man, dass insgesamt 5 unterschiedliche Einrichtungen da hinterlegt sind,
wo man einfach mal hin und her springen kann und sehen kann, dass wenn man die auswählt, dann zum Beispiel die Rechtsgrundlagen sich ändern. Mhm. Und auch, dass man halt die Sprache einfach ändern kann. Und da, also bei jeder Version kann man bis zu 4 unterschiedliche Sprachen dazu kriegen. Mhm. Und das finde ich eigentlich auch gerade interessant, gerade bei kleineren Unternehmen, die oftmals ja auch dann vielleicht von türkischstämmigen Mitarbeitern oder Unternehmern geführt werden oder russischen oder ukrainischen oder es gibt da ja viele, die dann sich vielleicht dem Deutschen nicht ganz so mächtig fühlen und dann einfach ja auch sich das umstellen können und auch die Berichte zum Beispiel dann da in ihrer Sprache kriegen. Und man guckt, das ist natürlich gerade bei einer Software, die auch mit Fachsprache, mit Fachbegriffen arbeitet, vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Also irgendwie in der Kneipe ein Bier bestellen kriegt man auch in einer fremden Sprache hin, aber dann irgendwo ein Fachtool bedienen oder sich auswerten lassen, ist dann schon noch was anderes in einer fremden Sprache, das stimmt, ja. Gut. Ja, wir wollen ja möglichst unsere 30-Minuten-Marke eher unter- als überschreiten. Deswegen machen wir jetzt hier mal langsam aber sicher einen Deckel auf das heutige Video, auf das heutige Thema. Ich glaube, man hat einen ganz guten Einblick dafür bekommen, wie die Idee dieser Software ist. Wer sich dafür interessiert, wie gesagt, möge bitte auf die Webseite der HSP Datenschutz gehen. Dort bekommt man noch viele weitere Informationen. Dort kann man dann sich mit dem Herrn Schneider-Padun in Verbindung setzen. Dort kann man sich dann auch noch eine Version entsprechend herunterladen. Und ich glaube, die Videos geben auch schon einen sehr, sehr guten Einblick darin, wie eine derartige Software zu bedienen ist. Da sollte man einfach mal vorbeischauen. Vielen, vielen Dank, Herr Schneider-Padun, dass Sie sich heute Morgen hier diese halbe, dreiviertel Stunde Zeit für uns genommen haben. Es freut uns sehr. Ansonsten bleibt mir jetzt am Ende nur noch zu fragen, ob Sie, Herr Schneider-Padun, noch das noch was zum letzten Wort sagen. Und bevor ich dann das allerletzte Wort habe, wollen Sie noch was sagen zum Schluss? Ja, also ich will einfach nur sagen, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben. Und ich muss sagen, dass ich Ihren Kanal immer sehr, sehr gerne folge. Der ist einfach sehr, sehr interessant, informativ und wirklich nützlich. Ja, da ist ja, das freut uns sehr. Wir wollten hier kein Fishing for Compliments machen, aber vielen, vielen Dank dafür. Demzufolge bleibt jetzt nur noch am Schluss zu sagen, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr uns zugeschaut habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte seid so nett, gebt uns einen Daumen nach oben. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, dann folgt dem Vorbild vom Herrn Schneider-Padun und abonniert bitte diesen Kanal. Und dann sehen wir uns schon bald in dem nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao. Wiederschauen.